Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Manuel Wanke und ich bin Gesundheitscoach bei Zott Fitnesssystem in Weinstadt. Heute ein kurzer Beitrag zum Thema Stress. Ja, in der heutigen Gesellschaft ist Stress mittlerweile an der Tagesordnung. Nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch im Privatleben geht es häufig turbulent zu und auch Erholung kommt dadurch zu kurz. Eine Auszeit und Entspannung wird oftmals anders umgesetzt, als es dem Körper gut tut und verursacht dadurch nur noch mehr Stresshormone. Dabei spielt das Stresshormon Cortisol eine lebenswichtige Aufgabe. Nicht nur die Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmuses, auch die Kontrolle des Blutdrucks fallen unter seine Aufgaben, genauso wie es am Stoffwechsel beteiligt ist. Wenn das Cortisol allerdings im Körper zu hoch ansteigt, kann es auch negative Nebenwirkungen haben, wie zum Beispiel Muskelabbau, Heißhunger oder auch eine erhöhte Infektanfälligkeit. Dann verbraucht das Stresshormon die letzten Reserven an Vitalstoffen. Diese wiederum können nicht wieder aufgefüllt werden, da für eine vital- und mineralstoffreiche Ernährung schlichtweg die Zeit fehlt. Schlacken und Giftstoffe sammeln sich im Körper an, häufig durch eine falsche Ernährung, denn bei Stress wird häufig zu industriell verarbeiteten Lebensmitteln gegriffen. Die Folge? Unser Säure-Basen-Haushalt gerät aus dem Gleichgewicht. Wir nehmen zu, unser Energielevel nimmt ab und auch der sonst so regenerierende Schlaf leidet darunter. Dabei kann Stressabbau so einfach sein. Sie fragen sich jetzt, wie das gehen soll? Dann melden Sie sich einfach zu unserem Vigokurs an und erfahren, mit welchen praktischen Tipps Sie zu Ihrer persönlichen Stressbalance finden können.